Ja, moin liebe Leute und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Anstoß 3. Ja, letzte Folge. Lassen wir mal kurz Revue passieren. War eine gute Folge. 4 Siege. 4 Spiele, 4 Siege. Ne? Gegen Stade Rennes war knapp, 2-1. Gegen Bielefeld war auch knapp im Pokal, 0-1. Aber dafür in der Liga haushoch gewonnen, hier 1-5 und 4-1. So wollen wir es noch weitermachen. Wir wollen jetzt noch gegen Lille gewinnen, auch wenn wir sind glaube ich auch schon weiter, ne? Ja, ich meine, wir sind weiter. So, geldmäßig, ja, 157 Millionen. Ja, und ich habe ja schon in der letzten Folge gesagt, wer geguckt hat, wer nicht, ne? Den Brune, den Abilio und den Okai, den versuchen wir wirklich auch nochmal zu verlängern. Und falls sie wirklich gar nicht wollen, weil die Unsummen da verdienen wollen, lassen wir die Verträge auslaufen und holen uns dann nächste Saison neue. Ne? Da wäre wie gesagt ein Rechtsverteidiger jetzt. Ach ja, genau. Und dann, wir können ja, apropos, ich habe jetzt keinen Termin mehr frei, ne? Ich könnte auch mal anfragen den Nanami. Vielleicht hat der Bock wenigstens zu verlängern. Ne, weil dann würde ich auf jeden Fall doch keinen mehr holen. Also für die Außenverteidigerposition, weil wir Polozzi, Ahmed, Rashidi und Nanami, da würde reichen locker. Das Einzige, was wir dann holen müssten, wäre ein rechter Mittelfeld. Ne? Ja, und Stürmer würde ich dann auch nicht holen, weil wir schon Morodov haben, plus den Campos, den wir ja verliehen haben. Und dann haben wir hier halt noch, hier zum Beispiel haben wir eine Menge Leute. Der Brand spielt jetzt auch bei uns nicht so oft. Er hat jetzt auch noch keinen Einsatz. Weiß ich nicht, ob der bei uns einen Einsatz bekommt. Wir können ja mal gucken, dass wir den irgendwie nochmal in der Rückrunde verleihen können. Ob er dann doch Bock hat, sich zu verleihen. Zu lassen. Ach, was für Rückrunde? Was laber ich denn da? Wir sind ja nicht bei FM. Ja, sorry Leute, ne? Das ist... Manchmal, wenn man 2 Fußballspiele hat, wenn man aufnimmt und dann denkt man auf einmal auf FM, ne? Da hat man ja Winterpause und so. Hier ist es ja gar nicht so. Hier ist es ja so, ab Januar oder Februar schließt das Transferfenster. Kurzer. Aber okay, ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall in die nächste Woche hinein. Ne? Polozzi freut sich über die aufmunternden Worte. Brandt hat sich beim Einkaufen verletzt, als ihm eine ansonsten sehr nette Omi mit den Einkaufswagen in die Hacken gefahren ist. Er kann die nächste Woche nicht spielen. So, Bastos freut sich über die aufmunternden Worte. Videra, super, der Trainer weiß, was er mal hat, denkt er sich. So, Leo Dolter denkt sich das Gleiche. So, dann spielen wir gegen OSC Lille. Ja, natürlich mit unserem Stammpersonal. Klar. Videra lassen wir auch drin. Leo Dolter, Lex. Abilio ist noch Risiko, deswegen spielt er nicht. Okai kann aber wieder spielen. Ist wieder fit. Köttler hat 2 Einsätze. Cavare hat bis jetzt 4 Einsätze. Ich würde sagen, ich nehme mal den Köttler mit. Oha, wie schwach die sind. Die sind ja wirklich schwach. Sollen wir da mal Okai spielen? Ja, lass mal Okai mal spielen. Wenig. So. Ein Spiel der kalten, nassen Hände, ja, will ich heute nicht erleben. Schieß sie einfach ab. Die Spieler finden die Ansprache unpassend. So, ausverkaufte Hüte. 5036 sind aus Gelsenkirchen mitgereist. Und Ottfried Fischer tippt ein 1-2 auf uns. Videra läuft ein paar Schritte mit dem Ball. Spielt ihn dann Richtung Mittelkreis zurück. Aber zu kurz. Der Gegner fängt den Ball ab. Schade. Eckball von der rechten Seite für die Gegner. Virginius schlägt den Ball auf den langen Pfosten. Aber Sinani lenkt den Ball mit einer Hand souverän über das Tor. So, wieder Eckball von der rechten Seite. Virginius legt sich den Ball zurecht, dreht das Ventil nach unten, schlägt den Ball mit sehr viel Schnitt in die Mitte.
Teuter Sinani kommt heraus und faust den Ball kompromisslos aus der Gefahrenzone. Sehr schön. So, und da ist das 0:1 John Ombato, Vorlage Leo Dolta. Neumann schaut und schlägt den Ball auf den linken Flügel und startet in den Strafraum. Sestra versucht Ahmed auszuspielen, aber der geht entschlossen zur Sache und gewinnt den Zweikampf. So, gelbe Karte für Carlos Baleba wegen Foulspiels. Taube zieht kurz an und ist am Videra vorbei. Spielt 22 Meter von dem Tor Meffert aus. Dreht sich. Was für ein Hammer. Sicher gehalten von Sinani. Sehr gut. So, Diestra nimmt den Ball mit, schlägt einen Haken. Der Ball war vermutlich schon knapp im Aus. Und der Schiedsrichter pfeift das sofort. Gelbe Karte für Bernstorff wegen Linienrichterbeleidigung. Ja, hier ist auf jeden Fall einiges was los. Lille 4:1 Chancen, aber wir führen. So, Sinani kriegt ein Lob. Holt sie anerkennenden Worte. So, Jungs, und jetzt schießt sie in Grund und Boden. So, Einwurf für Lille durch Baleba. Hoch und weit in den Strafraum. Bernstorff hat aufgepasst und köpft den Ball aus der Gefahrenzone. Sehr gut. Rote holt aus. Wird nicht angegriffen. Überlegter Schuss in die Wolken. Direkt Abnahme Okai. Torwart Chevalier greift ihn einfach. Greift einfach am Ball vorbei und da ist es 0:2. Jawohl. Meffert mit der Vorlage. Gelbe Karte von Polozzi wegen absichtlichen Handspiels. So, Tove nimmt den Ball elegant bis zur Grundlinie mit. Geht eine scharfe Flanke in den Strafraum. Bernstorff klärt per Kopf zur Ecke. Das heißt nochmal ein Eckball, bevor die Auswechslung getätigt werden. Virginio zieht hier mal hart an den 5-Meter-Raum. Bernstorff versucht zu klären und köpft den Ball zur Ecke. Nochmal Eckball. Wieder von der rechten Seite. Virginio legt sich den Ball zurecht. Zupft sich am Kinn und schlägt den Ball gefühlvoll nach innen. Aber Polozzi klärt sich ja per Kopf. Sehr gut. So, Polozzi hat auch gelb gesehen. Ja, können wir jetzt auch nicht auswechseln, ne? Bernstorff, Köttler kommt rein. Und Abbey kommt mal für Vedera rein. Gelbe Karte für Neumann wegen Foulspiels. So, 77. Minute. Er ist beidfüßig, ne? Dann kommt Lex. Ach, Ox für Lex. Lihaci versucht Leo Dolta auszuspielen. Der setzt zu einer Grätsche an und kann den Angriff abfangen. Meffer lässt Jestra mit einer einfachen Körpertäuschung aussteigen. Spielt voll straff auf einen verdeckten Pass nach links. Leo Dolta schießt sofort. Trifft Lihaci. Der Ball landet im Strafraum. Und Bato nimmt den Ball mit dem Rücken zum Tor an. Dreht sich und schießt. Chevalier kann den Ball nicht festhalten. Virginius reagiert am schnellsten und buxiert das Leder aus der Gefahrenzone. Rote legt die Kugel flach an die Strafraumlinie zurück. Roste kontrolliert den Ball, legt zunächst den Rückwärtsgang Richtung Mittelkreis ein. Passt den Ball ins linke Mittelfeld hinüber. Hobby hat alle Zeit der Welt, läuft in die Mitte. Nimmt den Ball mit, läuft noch ein paar Schritte. Mit der Schritte spielt ihn an den Strafraum. Neumann bringt den Ball nach einem Stopperer wieder unter Kontrolle. Schlägt ihn auf den linken Flügel. Rote versucht den Ball unter Kontrolle zu bringen. Doch ihm unterläuft ein Stockfehler. Der Ball landet im Aus. Und wir gewinnen am Ende mit 0:2. Obwohl Lille 6 Chancen hatte. Wir hatten 3 und machen die Dinger. Sehr schön. Bester Spieler war Leo Dolta. Spielwertung 4 mäßig. Ja, sehr gut, ne? Ja, fast 100% effizient, ne? So, Videra 4,0. So, Köttler kam rein, 3,5 Note. Ja, Bernstorff war besser, aber okay. Abbey 3,0, also besser als Videra. Sehr gut. So, jetzt gucken wir mal, wer weiter ist und wer nicht. In Gruppe 1, da war ja schon alles safe. Groningen ist auch Erster geworden, Zweiter Liverpool. Dritter, also in der Euroleague geht anderen Lüttich. Und Panathinaikos Athen ist raus. In Gruppe 2, da sind wir ja.
Haben 0-2 gewonnen, sind als Erstplatzierter weiter mit Stadren zusammen. Lille geht in die Euroleague, Novi Sad ist raus. In Gruppe 3, da haben wir ja den HSV, die haben 0-0 wieder gespielt, sind damit in die Euroleague. Odense Bold Club und Wolfsberger AC sind weiter und Livingston ist raus. In Gruppe 4 ist Real Sociedad und SCR Alltag weiter. Boleslav geht in die Euroleague und Chelsea ist raus. So, Gruppe 5. Bayern München gewinnt 1-6 gegen FC Girona, ist damit als Erstplatzierter weiter. FK Rostov ist auch weiter. Girona ist raus, geht in die Euroleague. Und Neapel ist raus. Ja, Girona 1-6 gegen Bayern verloren. Ja, hat viel. Aber gut, die wären trotzdem Dritter gewesen. Bei der Tordifferenz. Na, auch wenn die plus 1 hätten. Oder plus 0, wenn nur. Ne, warte mal, die hätten 0 gehabt. Ja. So, Gruppe 6. Leverkusen verliert 1-0 gegen Brøndby. War aber schon safe weiter. Brøndby ist auch weiter. Sofia geht in die Euroleague, Atromitus Athen ist raus. Gruppe 7. Sparta Rotterdam ist weiter und Heracles Almelo. Die beiden niederländischen Mannschaften sind weiter. Grasshopper Zürich geht in die Euroleague und Lokomotive Moskau ist raus. In Gruppe 8. Man City und St. Mirren sind weiter. Real Valladolid geht in die Euroleague und Famagusta ist raus. Europa League Rückspiele. So, Augsburg verliert auch im Rückspiel 3-0, ist damit auf jeden Fall raus. Paderborn gewinnt im Rückspiel 0-3, ist damit weiter. Leipzig verliert 2-0, ist damit raus. Bitter. Aber HSV kommt in die Euroleague, die anderen sind alle weiter. So, Gruppenauslosung. Gruppe 1, Bayern München, wir, Sparta Rotterdam und Real Sociedad, ja. Das heißt, es gibt mindestens ein deutsches, also es gibt ein deutsches Duell. Oh, meine Nase. Gruppe 2, Rostov, Leverkusen und Wolfsberger AC und Manchester City. In Gruppe 3 haben wir Liverpool, Brøndby, IF, Heracles, Almelo und St. Mirren. Und Gruppe 4 haben wir Groningen, Stadren, Odense Bold Club und SCR Alltag. So, Europa League Auslosung. Da haben wir jetzt nur noch Paderborn und Hamburg. Ne? Hamburg spielt gegen AZ Alkmaar und Paderborn gegen LASK Linz. Alles klar. So, dann machen wir natürlich die Preise wieder höher. Kennen wir ja schon. Ne? Ist ja Champions League. Sollen wir eine Siegprämie oder nicht? Ja, machen wir aber nicht so hoch, ne? Aber 5000 Euro. So, Spieler loben. Oma Meffert ist über ihr Vertrauen erfreut. Ahmed ist äußerst erfreut, dass seine Leistungen gewürdigt werden. So, und der Name Nami ist sehr froh darüber, dass sie ihn nicht vergessen haben. Sehr schön. Warum soll ich den auch vergessen? So. Bastosch kommt wieder rein. Abilio kann auch wieder spielen, ne? Tut dies auch. Lex kommt dann auf die Bank. Ansonsten, ja, bleibt alles wie beim Alten, ne? Cavare kommt. Ne, komm, ich nehme wieder Köttler mit. Soll ich Belic? Ich bin am überlegen, soll ich mal Belic spielen lassen, ey? Oder sollen wir den im Pokal reinpacken? Aber nützt ja auch nichts, ne? Zählt ja nicht. Bin jetzt am Überlegen. Rashidi kommt auf jeden Fall mal für Brune mit. Bringt alles nichts, ne? Ja, komm, dann kommt mal Belic schon einfach an rein. Aber wir spielen rau, normal. Nein, nee, wir spielen wenig. So. Wir sagen mal nichts. Ausverkauft Hütte in Nürnberg. 50.000, 11.952 sind aus Gelsenkirchen mitgereist. Und Dieter Bohlen tippt ein 4-2 für Nürnberg. Eckball für Nürnberg von der rechten Seite jetzt.
Rosemarie zieht den Ball hart an den 5-Meter-Raum. Belic stürmt heraus und pflückt den Ball sicher herunter. Sehr gut. Bernsdorf klärt zur Ecke und es gibt einen Eckball von der linken Seite diesmal. Rosemarie legt sich den Ball zurecht, unterhält sich kurz mit dem Reporter, schlägt den Ball hoch in den Strafraum. Kopfballduell vor dem Tor, keiner kann sich so richtig durchsetzen. Und der Ball ist eine leichte Beute für Belic. Ja, ansonsten passiert hier nichts. 3:1 Chancen für Nürnberg. Aber Belic kriegt Lob. Zurzeit läuft es einfach voll genial. So, gelbe Karte für Ahmed wegen absichtlichen Handspiels. Gelbe Karte für Jauk wegen Foulspiels. Direkter Freischuss für Nürnberg von der rechten Seite. Torentfernung 26 Meter. Rosemarie teilt den Ball hoch vors Tor. Der Ball senkt sich nahe vor dem Tor. Aber Belic geht zum Ball und pflückt ihn sicher runter. So, 68. Minute. Boah, Abiyo, was ist denn mit dir los? Lex kommt rein. Saftig sieht sich Meffert gegenüber. Dribbelt nach links. Saftig nimmt den Ball mit. Will zurück ins linke Mittelfeld spielen. Aber der Ball geht ins Seitenhaus. So. Ebbe kommt nochmal für Vedera rein. Und Okai für Ombatu. Ja, super. Und Leo Dolter verletzt sich. Das ist natürlich bitter, ne? Ja gut, wir können auch nochmal auswechseln. Okay. Bastosch, der kann offensives Mittelfeld spielen. Ebbe kann Sturm spielen, ja. Nee, ist ja blöd, ne? Nee. Dann lassen wir das so. Und wir spielen am Ende 0:0. Knöchelverstauchung hatte. Bester Spieler war Kazimierz Durte Maja. Okay. Spielwertung 6 miserabel. Ja. Damit sind wir jetzt wieder Zweiter durch das 0:0. Aber okay, so, Viktoria Köln verliert 2:5 gegen Bayern. Paderborn gewinnt 4:1 gegen Mainz. Duisburg spielt 1:1 gegen Wolfsburg. Frankfurt verliert 2:4 gegen Hamburg. Wien-Wiesbaden spielt 1:1 gegen Augsburg. Leverkusen gewinnt 4:2 gegen Gladbach. Darmstadt spielt 0:0 gegen Dortmund. Leipzig gewinnt 3:1 gegen Hertha und wir spielen 0:0 gegen Nürnberg. So, wir haben 6 Punkte Vorsprung auf den 3. Platz. Das ist schon krass, ne? So, Duisburg ist auf dem Abstiegsplatz jetzt wieder. Hamburg ist jetzt 15. Ah. Leverkusen, ne? In der 11. des Tages haben wir immerhin den Burner. Maja und Savic bei Nürnberg. Transfers, ja, aber jetzt auch nichts Wildes. So. Aber wir spielen als nächstes. Direktes Duell gegen Leverkusen. Stimmt, da war ja was. So, ich würde sagen, wir gucken mal. Hat er jetzt Bock, sich zu verleihen? Ne, immer noch nicht, ne? So, wir fragen dann mal Nanami an. Abiyo hat jetzt bis jetzt nur ein schlechtes Spiel gemacht, ne? Ich bin jetzt am Überlegen. Was haben wir Abiyo jetzt? Aber wir gucken erstmal den Markt. Ne, Leo Dolter, gut, der ist nur einen Tag verletzt. Kriegt auch ein Einzelgespräch. Zweimal. So, Polozzi kriegt ein Gespräch. Belic hat gut gespielt, auf jeden Fall. So, Ebbe kriegt ein Gespräch. Kandak.
Ja, komm. Kriegt Abby noch ein Gespräch. So. Gut. Wir können noch mal kurz auf den Markt schauen. Ob dann RM zur Verfügung ist. Ja, hier der Bukowski. Skandalnudeln und Leichtfuß. Ein Jahr Vertrag noch. Der wäre noch zu haben. Wäre genauso stark wie Abilio, ne? Nur mit einem Nachteil, der kann nur recht auf dem rechten Mittelfeld spielen. Aber wie sieht's denn aus? 12 Einsätze, 3 Tore, 2 Vorlagen. 223 Einsätze hatte der schon gehabt und 66 Tore. Ja. Naja, ansonsten ist nichts, ne? Fixe Ablöse. Ja, fahr jetzt, ne? Ja, ist das auch nichts, das Wahre, ne? Muss man sagen. $10,65 Millionen. Flanken- und Ballzauber. Verletzungsanfälligkeit hoch. Dann haben wir hier Ampofo von Paderborn. Spielmacher Ball halten. 55 Millionen. Danke, nein. Dann haben wir hier noch Thompson. Den kenne ich auch noch. Skandalnudel. Hayesch ist flexibler Spieler und Skandalnudel. Das ist natürlich doof, ne? Ja, da haben wir nicht so viele, ne? Aber ein Rechtsverteidiger. Albert. Kenne ich auch noch. Aus Duisburger Zeiten. Und ich glaube auch Nürnberg, ne? Oder? Also, nee, Duisburg, ne? DM ist einer. Gechter, ein Verteidiger. Ja, aber das werden wir Inländer und Fußball-Inländer machen, Vertrag. Ja, da haben wir schon ein paar mehr, ne? Hugo Sanchez zum Beispiel. Freistoßflanken und Ball halten. Bei Borussia Dortmund, ne? Beidfüßig ist der. 54 Spiele und 15 Tore. Ja, für ein paar Jahre, warum denn nicht, ne? Hat der schon Einsätze gehabt? 2. Na gut. Aber ist von Dortmund, ne? Sag mal, nö. Lass mal. Ja, wie gesagt, der Bukowski wäre schon einer. Aber ist auch wieder so ein Skandalnudel, ne? Und das Geld. Ach ja, gut, ist klar, dass er so viel will. Geldgeier ist der. So, fixe Ablösesumme. Aber was haben wir denn hier? Gezal. Mimose. Lorint. Skandalnudel. Ach, Leute. Keine Skandalnudel. Hui-kui. Haben wir hier noch Islas, Thessaloniki, Geldgeier und Schiri-Liebling, ja super. Ruta, Rutherford. Pro-Natur- und Trainingsweltmeister. 34 Millionen. Flanken kann der. Jetzt aber nur Rechtsfuß. Paulo Rutherford. Ja, den können wir mal beobachten. Ja, wie viel verdient er denn gerade? Ja, okay. Ja, wie gesagt, sonst gibt es ja gerade auch nicht Wieler. Trainingsfoul. So, dann machen wir mal ohne. Machen wir aber mal alterstechnisch. Also Stärke 10. 9 oder 10. Ist okay. Valderrama. Weitfüßig dribbeln kann er. Spielt bei Jonas Esch. Ja. Karaula. Vereinsanhänger.
Chikadzinski, Leitfuß und Skandalnudel. Ah, Magallon. Schrie Liebling Unruhestifter. Ja, Lex, wie gesagt, ist von uns. Hermann. Führungsperson und Schlitzohr, Ball halten. Großes Talent, ne? Weitfüßig. Ein 5-Jahres-Vertrag? Hat aber noch keinen Einsatz, ne? Ist halt die Frage, ob er im Winter aufgewertet wird. Aber wenn er aufgewertet wird, ist okay. Stärke 11 dann, ne? Valderrama ist schon auf seine Maximalstärke, Stärke 10. Ja komm, wir beobachten mal Hermann und Valderrama. Die haben wir auch noch dann auf dem Zettel. Die können hier mal alle raus. Ach guck mal, Handle. Oh, beidfüßig, Trainingsweltmeister. Könnte man nach Hause sich mal angucken. Pike. Stürmer. Ja, warum denn nicht? Parks. Oh, Rutherford wäre schon interessant auf jeden Fall. Ja. Okay. Gut. Sonst haben wir alles, ne? Ja. Komm, wir machen mal den Platzzustand verbessern. So, auf geht's. So, Nanami. Würdest du nochmal einen Vertrag unterschreiben? Nur erste Liga? Ja, der will auch mehr Geld, ey. Ja gut, wurde damit um 3 Jahre verlängert. So, ist sehr erfreut über dieses Lob. Leo Dörter tut das Lob sehr gut. Polozzi ist erfreut über dieses Lob. Ja, Primera Division wird auch gespielt. Ja, Nanami hat verlängert, ne? Ich weiß, ja, verdient auch wieder eine stolze Summe. Aber okay. So, Abby meint, das ist die Hauptsache. Kandak ist erfreut über dieses Lob. So gesehen verdient er jetzt 800.000 mehr, ne, als Festgehalt. So, Ebbe ist über ihr Vertrauen erfreut. Sehr gut. So. Ja, wir spielen gegen Leverkusen. Sechs-Punkte-Spiel. Ebbe spielt von Anfang an. Ja, Abidu lassen wir trotzdem drin. Ich hoffe, der spielt jetzt besser. Ja, ansonsten lassen wir alles, ne? Havare kommt noch rein auf der Bank. Sinani kommt rein. Ja. Andere lassen wir alles. So. Normalen Einsatz. Jo. Grau. Jo. Das hier heute. Das ist ein 6-Punkte-Spiel. Gegen unsere Tabellennachbarn müssen wir einfach gewinnen. Die Spieler haben ihre Ansprache verstanden. Ausverkaufte Hütte, 13.924 sind aus Leverkusen mitgereist. Und Moritz bleibt treu, tippt ein 4:2 auf uns. Und da ist direkt ein 0:1 Adam Lotzek. Kurt Pestel mit der Vorlage. Fischer flankt aber sofort in den Strafraum. Kein Abseits. Aboubakar nimmt den Ball mit dem Rücken zum Tor an der 5-Meter-Linie an. Aber Börner grätscht ihm den Ball vom Fuß. Polozzi jetzt kontrolliert den Ball, läuft gemächlich zum Mittelkreis, hebt den Ball über Fofana und überläuft ihn, schlägt den Ball auf die linke Seite hinaus. Deodotta drischt das Leder hoch vors Tor, kein Abseits. Sosa Bastos versucht den Ball 12 Meter vor dem Tor Volley zu nehmen. Was für ein Hammer, genau auf den Torwart, der wehrt den Ball nach vorne ab und Fischer schlägt dem Abpraller ins Seiten aus. So, Einwurf durch Meffert jetzt. Der wirft zum wartenden Sosa Bastos. Der stirbt immer mit der Brust.
spielt den Ball mit der Hacke in den Strafraum. Ahmed kommt an den Ball. Herrlicher Pass vors lange Eck. Kein Abseits, aber zwei Spieler dort verpassen den Ball. Abstoß. Ahmed schießt sofort. Aber Aboubakar kann den Ball blocken und klären. Und da ist das 0-2. Eieieiei. Fischer versucht, Abilio auszuspielen. Geht an ihm vorbei. Fischer schiebt den Ball mit dem Rücken zum Tor ab. Toller Schuss aus der Drehung. 2 Meter vorbei. Ausgerechnet jetzt, ey. So, Ahmed dringt mit dem Ball in den Strafraum ein. Keiner greift ihn an. Zieht ab, genau auf den Torwart. Der packt sich dazu. Sofortiger weiter Abschlag in die Sturmspitze. Gelbe Karte für Kiao nach einem Allerweltsfoul. Ebbe nimmt den Ball mit. Schießt sofort. Aber Banshiro blockt den Schuss erfolgreich ab. Ja, die spielen ganz gut. Aber die machen die Buden nicht. Lex kommt für Leo Dolter nochmal rein. Einwurf für Leverkusen von der rechten Seite durch Bajiro. Hoch und weit in den Strafraum. Bernstorff versucht den Ball abzuwehren und verlängert ihn ungeschickt in die Mitte. Aber der Ball geht an Freund und Feind vorbei. Ja. 1-2, Lasso Sabastos, aber das soll es auch gewesen sein, denke ich mal, ja. Wir haben zwar den Anschlusstreffer noch gemacht, aber ja, von der Zeit her hat es nicht gereicht. 3-3 Chancen, also war eine ausgeglichene Partie. Aber wir haben am Ende verloren, weil ja, der Lotzek einen guten Tag hatte und 2 Buden geschossen hat. Bester Spieler war der Lotzek, Spielwertung 4 ging so. Das ist natürlich bitter, ne? Zweiter Platz, ey. Jetzt haben wir 4 Punkte Rückstand auf Platz 1. Eieieiei. Bayern ist auch näher rangerückt. Ja, wir gucken mal auf die anderen. Hamburg verliert 0-1 gegen Nürnberg. Dortmund verliert 0-2 gegen Leipzig. Mainz verliert 0-5 gegen Augsburg. Wir verlieren 1-2 gegen Leverkusen. Wolfsburg gewinnt 1-2 gegen Frankfurt. Hertha spielt 0-0 gegen Paderborn. Gladbach spielt 1-1 gegen Wiesbaden. Duisburg verliert 0-1 gegen Viktoria Köln und Bayern München gewinnt 3-2 gegen Darmstadt. Ja, deswegen, die sind jetzt näher rangerückt. Bayern, Köln und so weiter. Schade. Wäre ein wichtiger Sieg gewesen. Aber in der Elf des Tages immerhin der Bastosch. Von Leverkusen der Lotzek. Woran der Lotzek? Ah, 7 Tore, genauso wie Bastosch. Okay, so. Spanischer Pokal. Wurde auch gespielt. Der Niederländische ebenfalls. Österreich auch. So, Transfers. Bogle wechselt von Almere nach Bournemouth. Ja, das war's, ne? Genau. So, wir spielen dann in der nächsten Folge gegen Sparta Rotterdam. Javid Sieg, danach gegen Leipzig und danach gegen Viktoria Köln. Ja, Leipzig steht auf 6 und Viktoria Köln auf 4. Ja, auch wieder so direkte Duelle. Die wir aber gewinnen müssen. Die müssen wir auf jeden Fall gewinnen. Damit wir nicht weiter runterrutschen. Und die Tabelle. Wäre natürlich nicht so gut. Ja. Aber gut, liebe Leute, das soll es mit dieser Folge gewesen sein. In der nächsten Folge gegen Sparta Rotterdam. Ach ja, habe ich ja schon gesagt. Sparta Rotterdam, Leipzig, Viktoria Köln. Von daher. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn euch dieses Video und. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Kommentar und eine Bewertung da. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und falls ihr noch kein Abo da gelassen habt, auch gerne ein Abo. In
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.